Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Bildschirm werde dunkel. Nein, von Let's Play Minecraft Wii U Edition The Return of Lava World. Der heutige Spruch lautet Getting ready to show. Ihr könnt euch selber ausmalen, was man jetzt showen soll, kann, darf. Okay, im letzten Part. Hey, das Bild da sieht voll geil aus. Ist gut. Das Bild sieht echt geil aus. So, im letzten Part waren wir in Wolkenstadt angekommen und haben den wahren Tempel von Zombie Olaf betreten. Und jetzt sind wir beim Boss und wir müssen Zombie Olaf erklimmen. So ähnlich wie bei Shadow of the Colossus müssen wir Zombie Olaf zu Fall bringen. So, ja. Das einzige Körperteil, was uns noch fehlt von Zombie Olaf, was wir noch nicht zerstört haben, ist sein Kopf. So. Ja, wir haben jetzt zwar schon ein bisschen freigesprengt. Wow, okay. So, wir müssen jetzt irgendwie zum Kopf kommen. Das bedeutet, wir müssen. Also, wir gehen gleich, oder? Thank you.
hat sich die Kamera geändert. Ich weiß es nicht. Oh,
da oben sind wir gerade runtergesprungen. Und wo sind wir? Wie wir wissen, haben wir 5 Hebel bekommen. Hier ist das Huhn. Was ist das? Okay. Geheime Höhle des Huhns Klaus. Oh. Okay. Klaus ist sehr neugierig. Klaus passt in enge Gänge rein. Was? Huhn Klaus könnte dir von Nutzen sein. Was? Huhn erzeugen. Was war das? Kann mir mal jemand sagen, was das für ein Geräusch war? Ich will jetzt gar nicht wissen. Ich nehme halt das alles mit. So. Aber so oft werde ich das Hudenklauster nicht brauchen. Hier, diesen Spender kannst du mal rausschmeißen. Den braucht jetzt echt keiner. So, die Lore behalte ich. Man weiß niemals, wenn man das noch haben kann. Hier, den da kannst du ruhig rausschmeißen. Ansonsten behältst du alles. Ja. Gut. Wir haben Huhn Klaus gefunden. Yay. Hier war aber noch was. Entdeckungshöhle von Huhn Klaus. Oh, geiler Smiley. Höhle des Fallens Returns. Ah! Nicht schon wieder. Heilige Höhle der Cookies. Bitte was? Heilige Höhle der Cookies? Nein, wie nice. Und hier gibt es? Das war so klar. Gut, aber wir haben jetzt schon genug, deswegen. Okay, heilige Höhle der Cookies. Dann betreten wir die mal, weil die Höhle des Fallens Returns A bringt uns sicherlich jetzt nicht so viel wie die heilige Höhle der Cookies. So, heilige Höhle der Cookies. Schön. Freue ich mich. Wir gehen mal hier weiter geradeaus. Dürre. Pfeffer? Nee, das kann nicht sein. Was? Eine Leine, ein Diamant-Pferderüstung, ein Sattel. Ich bin Link. Du, das will ich. Dafür schmeiß ich das weg. Dann das weg. Und das weg. Siehst du? Dürre. Pfeffer. Oh oh. Ich hab Angst. Nebenan ist der Pfeffer. Oder was? Ich hab Angst, Leute. Haltet mich fest. Nehmt mich in Arm. So. Oh Gott. Noch eine Schatzkiste. Was? So. So viel Erfahrung kann man doch gar nicht haben. Ist aber alles nicht so schlimm, werden wir alles nicht brauchen. Deswegen machen wir uns weiter.
Wir gehen tiefer in die Höhle. Höhle der Cookies war das. Die hat uns nichts gebracht. Interessant. Sei denn, nee, da oben waren wir ebenfalls. Dann Höhle des Feinds. Returns A. Gut. Obwohl ich im Wasser gelandet bin. Na toll. Das finde ich schön. Was? Hier ist nichts. Da ist was. Was für eine Passage. Was steht denn da? Ist das mein Tod, wenn ich das lese? Hüde der Spinne Mieb. Was? Bitte was? Okay. Ich bin für alles offen, aber was? Ich denke mal, wir wollen hier nicht lang. Ah. Nein, da sind Löcher. Die wollen wir nicht lang. Das, die sind dunkel und so. Und ich sag jetzt schon nichts mehr. So, okay, dann wieder in das Wasser und bis nach ganz unten. Kann denke ich mal nicht schaden, hier zu sein, oder? Gibt es hier etwa nichts? So gut wie nichts. Ich frag mich, warum es hier so hell ist. Eine Frage, die sich viele stellen. Das ist also der Grund. Nein, ich will wieder hoch. Ich will wieder zurück zur Höhle der Spinne Mieb. Ich glaube, wir wollen da lang. Hoch mit dir. Ach so. So, da war jedenfalls nichts. Das finde ich löblich. So, dann auf hier lang. Höhle der Spinne Mieb. Anscheinend wollen wir hier lang. Sogar wenn wir gar nicht wissen, was das hier eigentlich ist. Ob das jetzt Secret oder Story oder sonst was ist. Aber ich schätze mal Story, weil wir sind immerhin von Story aus hierher gekommen. Also von Wolkenstadt. So. Da gibt's nichts, aber hier. Das finde ich schön. Fragezeichen, gibt es hier was? Nein. Da ist nur das Loch, wovon wir gekommen sind. So. Das Lapis. Was? Okay, Lapis. Hi. Da gibt es nichts weiter. Da auch nicht. Ach so, von da kommen wir ja. Da auch nicht.
Was? Ich glaube, es gehört zur Story. Wir haben 5 Hebel. Na. Ah. So. Was ist denn das so? Jetzt bei Markus hat ein neues Video hochgeladen. Hurra. So. Dann wollen wir unsere 5 Hebel mal loswerden. Ach, ich kann ihn nur abbauen, wenn ich jetzt nichts mehr habe. Dann mach ich zu. Jetzt haben wir noch 2. Der letzte Hebel, den wir bekommen haben. Der. Tada. Doch. Oh nein. Was ist das? Aha. Melone. Die nehmen wir mit. Immer gut. Höhle des zerstörten Vulkans. Achtung, Wiver-Siegel voraus. Au! Leute, wir sind im zerstörten Vulkan. Das erklärt, warum wir hier die ganze Zeit Dürre sehen. Hier ist irgendwo der Wiver. Wow. Wow. Hi. Wow. Wow. Hilfe. Was ist das? Was ist denn das? Was Kleines rein. Kann es sein? Warte mal, erstmal gucken, was da drin ist. Okay. Und jetzt. Vielleicht nicht dahin. So. Und jetzt zu machen, damit es nicht mehr rauskommt. Okay. Nice. So, das ist Eis. Aber es rutscht nicht drauf. Bumm. Es muss sich bewegen. Komm, ein kleines Huhn. Wo will es hin? Wie gesagt, es ist neugierig. Aber es kann nicht raus. Okay, wir kommen aber auch irgendwie nicht hoch. Also sind wir voll auf dieses Huhn angewiesen. Das war wohl Fail. Deswegen haben wir so viel bekommen. Ungezogen.
Ja, geh weiter. Viel weiter. Komm. Nein. Haus. Komm her. Komm her. Nein! Böses Huhn. Yes! Ah! Okay. Nicht immer ganz einfach mit Huhn, Klaus. Nice! Damit können gute Rätsel angestellt werden. Oh Gott, ich habe schon Angst. Und was ist das denn hier? Boah, diese Höhle hat's in sich. Da drüben sehe ich eine Schatzkiste, aber da komme ich jetzt nicht so hin, wie ich das will. Zurück, also von daher soll mich das jetzt nicht stören. Ich komme da aber auch gar nicht hin zu der. Vielleicht von oben. Na gut, die Schatzkiste ist jetzt auch nicht wichtig. Wir zählen sie einfach mal als gefunden, okay? Gut, so. Hops. Wow! Ich muss wieder nach oben. Nein, aus. So. Na komm. Du hältst durch, Junge. Die Wasseroberfläche ist immerhin schon hier. Also bitte hier. Hey, hey, hey. Okay. Interessant. Aua. Alles ist so aua. So. Von dort kommen wir. Dann auf nach hier. Hier gibt es so ziemlich gar nichts. Nee. Aber absolut gar nichts. Sowas von gar nichts. So, dann weiter. Wie lange ist denn der Part? Ich weiß es nicht. Ich schneide noch. So. Hier ist Redstone. Da ist Redstone. Ach, hier ist ein Schalter. Ach, wie böse. Ist kein Schalter. Ach so! Wie war das? Da ist kein Schalter. Zeichen gemacht. Ich hab das freigelegt. Das eine Tür. Nee, ich hab das hinter der Tür freigemacht. Aha. Okay. Aber ich brauche einen Hebel. Ich hab doch keine mehr. Nee. Das bedeutet, ich muss hier drinnen einen finden. Oh.
Wow. Wie nice. Wow. So. Ich glaube, da wollen wir nicht lang. Ich glaube, wir wollen erstmal die Tür haben. Und das muss bedeuten, hier ist Redstone. Hier ist Redstone. Hier ist ein Schalter. Ein ganz schön auffälliger Schalter. Map. Muss da rüber, ne? Hey! Aua! Ah, wieder ein Job für das Huhn. Klaus, zieh dich bitte nicht aus. Muss nur nach vorne laufen. Das ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Komm schon, Huhn. Ich glaube, ich hätte den da noch nicht betätigen sollen. Weißt du was? Hat das gezählt? Oh. Das Wasser. Ja toll. Komm hier aber nicht hin. Oh. Da. Boah ja. Junge. Ein Feuerschutz ist aber nicht mehr das, was er mal war. Meine Güte, nee. Was um alles in der Welt? Was? Ich kann hier nichts abbauen. Junge. Ich kann hier auch nicht mehr. Nein! Ich kann nicht mehr hoch. Ich kann nicht mehr hoch. Tja. Muss ich hier unten sterben. Puh. Definitiv. Kann nicht mehr hoch. Ich komme bestimmt von irgendwo anders wieder hoch. Aber das ist meilenweit entfernt. Danke, Huhn Klaus. Das finde ich schön. Mano. Warte mal, da ist ein Schalter. Wo willst du den Schalter? Hat gemacht, dass ich die Pisten da drin betätigt hat. Da komme ich auch nicht hin. Nee. Wie komme ich denn wieder raus? So ziemlich gar nicht. Habe ich Blöcke? Nein, ich habe keine Blöcke. Ich besitze keine Blöcke. Was soll ich tun? Na gut, wir machen mal das Huhn Klaus neu. Perfekt! So, du bleibst da. Das sollte sogar ausreichen. So. Und jetzt? Das Huhn hat mit der Druckplatte halt das hier zerstört. Die Tür. Auch eine Möglichkeit. So. Und hier habe ich halt das gemacht, damit man hier hoch kann wieder. So. Okay. Und jetzt wollen wir uns umgucken, was es hier gibt. Außer einer dunklen Schatzkiste. Oh.
ein Hebel. Das bedeutet, wir können zum Boss. Und da wir im zerstörten Vulkan sind und im zerstörten Vulkan das Wither-Siegel ist, wissen wir alle, wer der Boss ist. Das Huhn. Nein. Also echt wahr. So, ich schätze mal, wir wollen hier hoch. Yep, zum Wither. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Auf geht's, Leute. Los. Zeigen wir dem Wither, wer hier der Boss ist. Siegelschlüssel erforderlich. Jetzt heißt der Hebel Siegelschlüssel. Den haben wir. So, dann auf geht's. Da vorne ist noch ein Schild. Noch mehr Infos. Viel Spaß und Spannung. Viel Glück, viel Spaß. Ah, allerdings im nächsten Part. Leute. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen, Meinung in die Kommentare und nicht den nächsten Part verpassen. Da machen wir den... Da kommt der Wither. Also das Finale, wenn man so will. So. Oh mein Gott. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein, Daumen hoch, wenn es gefallen hat und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.